The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Der Lohn des Seelengewinners. Und die da Lehrten werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Wenn ich an diese Worte von Daniel denke, dann wache ich mitten in der Nacht auf und wiederhole sie immer wieder. Und die da Lehrten werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Schaut die Sonne und die Sterne an, wie sie am Himmel angeordnet mit ihren Namen bekannt sind. Der Herr sagt, die da Lehren werden leuchten und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Wenn wir feststellen wollen, wie wichtig und bedeutungsvoll die Bekehrung von Menschen vom Irrtum zur Wahrheit eigentlich ist, müssen wir den Wert der Unsterblichkeit richtig einschätzen. Wir müssen uns bewusst machen, wie schrecklich die Qualen des zweiten Todes sind. Wir müssen die Ehre und Herrlichkeit verstehen, die die Erlösten erwartet, und verstehen, was es heißt, in der Gegenwart dessen zu leben, der starb, um den Menschen emporzuheben und zu veredeln und dem Überwinder eine Krone zu geben. Der Wert einer Seele kann vom begrenzten Denken nicht voll erfasst werden. Wie dankbar werden sich die erkauften und verherrlichten Menschen derer erinnern, die das Werkzeug zu ihrer Rettung waren. Keiner wird dann seine selbstaufopfernden Bemühungen bereuen, seinen unaufhörlichen Einsatz, seine Geduld, seine Langmut und ernstes, herzliches Ringen um Seelen, die verloren gegangen wären, hätte er seine Pflicht versäumt oder wäre er im Gutes tun müde geworden. Nun sind diese Weißgekleideten in der Herde des großen Hirten zusammengeführt worden. Der gewissenhafte Arbeiter und die Seele, die durch seine Mühe gerettet wurde, werden vom Lamm begrüßt, das mitten auf dem Thron sitzt, und werden zum Baum des Lebens und zur Quelle des lebendigen Wassers geführt. Mit welcher Freude betrachtet der Diener Christi diese Geretteten, die nun die Herrlichkeit des Retters teilen dürfen. Wie viel kostbarer ist der Himmel all denen, die im Werk der Seelengewinnung treu gewesen sind. Und die da Lehren werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Was durch die Zusammenarbeit der Menschen mit Gott geschieht, ist ein Werk, das nie vergehen, sondern in alle Ewigkeit bleiben wird. The Lord is coming. Are you ready?